Ja, wir haben hier ein bisschen Gepäck reingeladen in das Auto. Los. So, anschneiden. So, jetzt hebt mal den nächsten Rucksack wieder hin. Ja. Ich mach halt ein wenig Platz. Meine Beine sind so leicht. So leicht? Das ist nichts. So, dann mal. Oh je. Oh. Hups, aber Entschuldigung. Mal. Jetzt noch. Moment, mal unos momentos. Bisschen voll, oder? Ja. Nee, überhaupt nicht. So, das da. Etwas Sauerstoff. Dann Tür zu. Bis zum International Youth Game 2011 in Madrid. Tag 7 ist es jetzt schon auf unserer Reise nach Madrid. Heute mussten wir uns von unseren Gastfamilien verabschieden und unsere Gastmutter, die Nina, hat uns nochmal ein bisschen die Landschaft gezeigt, wo wir denn gewohnt haben auf der Alm oben. Und dort sind wir jetzt dann ein bisschen gewandert, haben uns einfach ein bisschen die Berge angeschaut und konnten sogar bis zum Kloster Montserrat schauen. Was natürlich schon ganz cool ist, weil das schon ein ganz gutes Stück weg ist. So hoch draußen waren wir. Und danach ging es dann direkt in den Ort nach San Juan de las Abadesas. Und dort haben wir dann gefrühstückt. Und haben uns noch verabschiedet von den Leuten dort. Und die haben sich von uns verabschiedet. Genau, so ein Abschied ist ja auch eine Möglichkeit, mal zu reflektieren, wie es eigentlich so war in den letzten Tagen. Deswegen habe ich noch ein paar von unserer Gruppe gefragt, wie es ihnen denn eigentlich so gefallen hat in San Juan. Also ich fand es hier echt schön. Vor allem die Freundlichkeit von den ganzen Leuten hier. Also auch wenn sie uns so halbwegs gemästet haben. Aber die waren echt alle total freundlich und sehr zuvorkommend. Ja. Also es war schon sehr schön. Mir hat es hier ganz toll gefallen. Ich war total beeindruckt, wie die uns aufgenommen haben. Und auch von der Stimmung, die sich gleich zwischen den Gastfamilien und den Gästen entwickelt hat. Und wir wurden eigentlich also total toll bewirtet und untergebracht. Und man hat wirklich gemerkt, die freuen sich, dass wir da sind. Und bei uns hat man auch gemerkt, dass alle wirklich glücklich waren, da wo sie sind. Und das war für die Stimmung in der Gruppe ganz, ganz wichtig. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir hier gewesen sind. Hattest du eine nette Gastmutter oder Gastfamilie? Wir hatten drei Nonnen, ne? Und die waren auch sehr lieb. Ja. Nach San Juan ging es dann nur noch nach Girona. Aber da habe ich jetzt nichts mehr gefilmt, weil dort irgendwie die Stimmung nicht so besonders war. Und ich kann aber sagen, dort gibt es nur Stadtmauern und Kirchen. Mehr haben wir nicht gesehen. Aber nachts sind wir dann noch losgefahren nach Madrid. Und ab morgen seht ihr dann, wie es in Madrid ist.